Und damit hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge des Elex 2 Let's Plays, wo wir heute ja eigentlich rein wollen dort zu den Outlaws. Da ist noch eine Felslibelle. Mal ran hier. Und hier noch auf dem Weg alles looten wollten. Und dort drinnen unsere Quests dann erledigen wollen. Gut. Die Felslibelle hat anscheinend gar keinen Bock, näher zu kommen. Dann schießen wir sie halt so runter. Ja, hier noch alles looten wollen und dann zu den Outlaws da reingehen. Ja, wir haben letzte Folge hier schon Handgranaten nehmen. Den ersten Scheiß gelootet, warum auch immer ich hier gedrückt halten muss, um den Loot aufzuheben. Hier lag noch... Alter, ich muss dir was erzählen. Du hast was verpasst. Lenny hat es geschafft, ein paar Granaten zu klauen. Sind dann sofort losgezogen, haben nach Fässern Ausschau gehalten und die Teile getestet. Das gab einen Knall. Boom! Da muss aber irgendein giftiger Scheiß drin gewesen sein. Die Pflanzen drumherum sind irgendwie direkt eingegangen und der Rest sah auch nicht mehr gesund aus. Wenn du also dort vorbeikommst, sei echt vorsichtig, Junge. Nicht, dass dieses Giftzeug uns auch eingehen lässt. Jo, alles klar. So, dann fangen wir noch an, alles andere zu looten. Gucken, ob wir die Explosion auch gleich noch sehen, wo sie das hochgehen lassen haben. Ach ja. Die ganze Zeit läuft mir nicht die Nase. Beschädigter Eisenschild. Kaum fange ich an, Let's Plays aufzunehmen. Zu Raiden fängt mir an, die Nase zu laufen. Ich muss mir nochmal putzen, sonst wird das nicht besser. Ich sehe auf der Minimap rote Pfeile. Da oben. Wir gehen da mal hoch kurz. Und gucken. Ist hier was? Hallo? Ja. Ich bin da. Warum? Aber wird der aggressiv? Hat das einen Grund? Ist du ein Bandit? Ja, Alter, die werden alle aggressiv. Gut, dann hauen wir sie weg. Ja. So. Wir haben ein bisschen viel Damage bekommen, aber egal. Beschädigt Läuferklinge und drei Dietriche. Essen, 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 wenn das noch irgendwas Sinnvolles da ist. Ja, dann das. Das nicht, das zieht ab. Ich glaube, ich fange wirklich einfach demnächst an. Immer... Das ist das erste zu essen, was da ist und scheiß drauf. So. Ich dachte erst, sie sind freundlich, deswegen wollte ich euch nicht direkt angreifen, aber offensichtlich seid ihr es nicht. Gut. So. Man hat hier wieder mal schön gesehen, warum ich nicht mit Zweierwaffen kämpfe. Ich konnte, während der noch am Hit machen war, konnte ich hinrollen, einen Hit setzen und wieder wegrollen. Und der hat es nicht geschafft, einmal mich zu treffen. Also ich glaube tatsächlich, Zweierwaffen werden in diesem Spiel nicht mein Way to Go werden. Aua. So, fast. Ich würde den seine Waffe interessieren. Die sah interessant aus, aber... Jetzt geht's rund! Er hat sie offensichtlich nicht gedroppt. So, bitte dropp du deine Waffe. Aua. Da liegt sie. Okay, beschädigtes schlechter Schwert. Das dürfte demzufolge... schlechter sein. Da, ja. Ich habe tatsächlich wieder Einhandwaffen gefunden, die besser sind. Schaut euch diese Waffe an.
die ich, glaube ich, letztens schon gesehen, die ich noch, wo ich noch drüber nachgedacht habe, sie abzudaten. Aber ey, wir finden mittlerweile echt gute Waffen. So, Brot. Das nicht. Das nicht. Das hier. Also. Und jetzt? Wen fragst du das? Und jetzt? Da frage ich mich, ob ich die auch schon gefunden hätte, wenn ich direkt hier hingegangen wäre und ob ich die halt jetzt dann finde, weil ich mittlerweile besser equipped bin, da eine Logik dahinter steckt. Aber ich glaube, ich werde das so schnell nicht rauskriegen. Beschädigte Bartaxt. Oh, Banditennachricht. Freiwillige vor. Falls die nächsten zwei Tagen keine neuen Nahrungsmittel geliefert werden, wird einer von euch Deppen losziehen und nach den Rechten schauen, wo die bleiben. Kann doch nicht sein, dass die es nicht schaffen, zu zweit einen Karren zu ziehen. Ich sehe nicht ein, dass wir noch selber auf die Jagd gehen müssen. Freiwillige sind übrigens immer gerne gesehen. Gibt neben ein paar extra Rationen Dosenfutter auch noch ein paar Splitter von mir. Ja. Gut. So, hier haben wir noch eine Kiste. Schwer. Ich bin nicht gut genug. Gut, ist hier unten noch was zu looten? Das ist ein Nope. Und ein Lagerfeuer haben sie hier auch nicht. Den habe ich noch nicht gelootet gehabt. Gut. Dann eigentlich war ich hier unten an dem Teil, genau. Ja. Und wollte jetzt eigentlich hier über diese Brücke gehen. Aber eigentlich kann man das Gebäude dann gleich noch mitnehmen. Kurz machen wir auch. Wo sie die Fässer hier hochgehen lassen haben, sehe ich nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. So, da ist die für mich interessante Brücke. Lauf mal hier oben mal lang. Ich bin in letzter Zeit tatsächlich viel in Exploring-Laune. Merkt das bei mir. In letzter Zeit wird von mir viel erkundet. So, hier habe ich alles. Bauplan für Handgranaten. Okay. So, und jetzt wollen wir eigentlich da unten lang. Und wie gesagt, ich würde... Den können wir noch töten. Erstmal noch in das Gebäude gucken. Einfach, weil wir es können. Da sehe ich noch einen Schakal. Nehmen wir den erstmal mit. Man merkt ja aber bei den Outlaws, dass es wieder ein bisschen trostlos ist. Könnte aber auch daran liegen, dass es gerade dunkel wird. Und einfach draufhauen. Könnte daran liegen, dass es gerade dunkel wird im Spiel, aber wir schlafen ja eh nicht, von daher. Es ist nur wieder das alte Problem, es ist dann ein ungünstiger Zeitpunkt, das Lager zu erkunden, wenn es Nacht ist, weil nicht alle an ihren Positionen sind. Da kommt man gar nicht rein, oder was? Sieht so aus. Gut, dann... Kann ich den knacken? Kann ich? Größer. Okay, 9, 1, 2, 3. 3 Komforts, aber auf der falschen Position. Die 9, 1, 2 nicht. So, 8. 3, 4, 5. 3 ist richtig. Die 8 und die 4 kommen vor. 4, 8, 6. Die 6 kommt nicht vor, die 8 in eine andere Position, also 7, 8. Geht doch. Hätte man wahrscheinlich einen früher lösen können, aber ach, ist egal, wir haben es auch so geschafft. Aber da gab es eine Lösung, die war ein bisschen schneller. Ich habe die erst gesehen, nachdem ich es schon eingegeben hatte. Von daher ist es auch egal, ob die Lösung perfekt ist. Ich habe Hauptsache, ich habe das Schloss aufbekommen. So, wir gehen den dann noch fix töten, komm. Ja.
Und dich auch noch. So. Wieder nach hier oben. Und jetzt gehen wir noch einmal aufs Dach gucken. Ja. Und schauen, ob hier noch irgendwo ein versteckter Eingang ist. Nö, versteckter Eingang nicht. Wir haben noch ein Lagerfeuer. Will ich mich nicht drüber beschweren über das Lagerfeuer? Ich gucke mich ganz kurz zu Ende um, dann nutzen wir das Lagerfeuer. Was bin ich drüber gelaufen? Hier ist doch gar nichts. Okay. Wo ist noch was auf dem Dach hier? Nö. Und da... Oh, da könnte was sein. Da ist tatsächlich auch ein Bogen. Mhm. Gut. Dann erstmal kurz das Lagerfeuer benutzen. Es ist leider nicht so viel Fleisch, wie ich gerne hätte, aber egal. Fleisch ist Fleisch. So. Einmal alles gebraten. Jetzt wollte ich mir noch den Bogen angucken und einmal kurz mich vollessen. So, wo ist der Bogen? Ja. Beschädigter Kriegsbogen, den hatte ich gefunden. Der ist tatsächlich sogar besser als das, was ich anhab. Der macht 52. Ne, den habe ich auf dem Slot, ne? 54 macht der. Welchen habe ich auf dem Quickslot? Den. Deswegen steht hier oben eine 3. Genau. Und der macht 47, der macht 52. Okay, der ist besser. Gut. Schade. Also ich muss auch immer hier rechts auf diese Werte gucken, da ich ja momentan nicht vorhabe, Geschicklichkeit weiter zu lernen, sondern auf Konstitution bleibe, wird jetzt hier erstmal an diesen Waffen nichts kommen. Und an denen hier weiß ich noch nicht, aber es wird erstmal noch weiter Konstitution von mir geskillt werden. Ich möchte noch ein bisschen tankiger werden. Ja. Noch eine Ratte. Braten wir gleich noch fix. Ja, dann würde ich sagen, auf in die Stadt. Perfekter Zeitpunkt, in die Stadt zu gehen. Es ist nachts. Beste Idee für die Outlaws. Es sieht zumindest nach Nacht hier aus. Ich habe keine Ahnung, wie spät es wirklich ist. Wir haben keine Ingame-Uhr. Nee, ich habe keine Ahnung. Wir werden mit allen quatschen. Wir haben Quests zu machen. Von daher, ich vermute mal, wir werden etwas länger in dieser Stadt sein. Hey, du. Ach, vergiss es. Hab dich verwechselt. Wo bin ich hier? Das weißt du nicht? Was bist denn du für ein Vogel? Das hier ist die Kraterstadt. Die Stadt der echten Outlaws. Nicht diesen untreuen Pennern, die sich den Berserkern angeschlossen haben. Wir hier halten noch immer Baxter die Treue. Und du bist ja dann wohl die Stadtwache. Stadtwache? So ein Scheiß habe ich ja noch nie gehört. Nö, du, ich pass nur auf, dass hier keine Viecher in die Stadt kommen. Heißt das, ihr habt keine Wachen? Alter, wir haben nicht mal Gesetze. Wenn du hier was klaust, jemanden umbringst oder so, musst du damit rechnen, dass sich andere ebenfalls versuchen, den Kopf kürzer zu machen. Mehr passiert hier nicht. Hier passt jeder auf sich selbst auf. Das solltest du auch tun. Wen hast du denn erwartet? Nicht dich. Okay. Gut. Ich freue mich über die Gesetze. Wir können machen, was wir wollen. Grottenvogel. So, wir wollen hier mit Bulli als erstes reden. Für die Quest weitere Waffengefährten. Hallo Onkel. Bist du zum ersten Mal hier in der Stadt? Ja? Ich mag dir die Stadt zeigen. Kommst du mit? Es könnte halt ein Bait sein, ne? Aber ach komm, scheiß drauf. Eine Führung kann nicht schaden. Super, komm mit! Könnte wie gesagt ein Bait sein, wo ich sterbe. Der Kleider wartet auf uns. Und ich, Idiot, höre auch noch auf dich. Konnte ja keiner ahnen, dass man uns die Taschen leert. Wir sind da. Das macht dann 1000 Splitter, bitte.
Willst du mich verarschen? Ich würde auch... Ach, egal. Warte mal. Ich glaube, die kleine Ratte hat mich bestohlen. Okay. Ich mag dich. Ich glaube absichtlich hinterher. Ich mag dich. Aber die Regel war, wir dürfen ihn töten. Ich mag dich. Ich bin gerade unschlüssig, ob ich es machen soll. Ich hoffe für dich, du bist nicht wieder mit leeren Taschen gekommen, Stöpsel. Nein, Zack. Diesmal hab ich was. Ehrlich. Na dann zeig mal her. Das ist alles? 20 Elixit? Mehr hab ich nicht. Das glaubt dir doch ein Toter. Los, gib den Rest her oder setzt was. Mehr hab ich wirklich nicht. Na gut. Ich will dir mal glauben, aber wehe, ich finde später was zwischen deinen Sachen. Okay, wir können ja doch mal mit beiden jetzt hier reden, ne? Wir wurden ja hier hingetriggert. Da haben wir dich ja. Du hast mich bestohlen. Ich? Nein, Herr. Sie müssen mich verwechseln. Hey, wenn du einen meiner Jungs als Dieb bezeichnest, bekommst du es mit mir zu tun. Und du bist? Derjenige, der dir gleich auf die Fresse haut, wenn du keinen Abgang machst. Dein kleiner Freund hat mich bestohlen. Ich will nur meine Splitter zurück. Du willst einfach nicht hören, was? Niemand behauptet, Stöpsel sei ein Dieb. Ich glaube, ich hau dir das lieber mal in deinen Schädel. Ja, dann komm ran. Mach dich auf eine Welt der Schmerzen gefasst. Langweilig. So. Wo ist deine Waffe? Scheiße, Mann, du hast echt einen harten Schlag drauf. Also, wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt meine Splitter zurück, die Stöpsel mir geklaut hat? Ja, schon gut. Mehr Schläge halte ich nicht aus. Hier, hast du deine paar Kröten. Hey, das ist nicht alles. Mir wurde mehr gestohlen als das. Moment, was? Ich wusste es. Dieser kleine Hosenscheißer. Ach, egal. Klär das mit ihm. Mehr hat der Junge mir nicht gegeben. Mach mit ihm, was du willst. Aber lass mich in Ruhe. Okay, kriegen wir hin. Du hast noch Splitter von mir. Du hast Zack ja ganz schön vermöbelt. Brauchst du deine Splitter unbedingt zurück? Ich hab wirklich Hunger und kann mir sonst nichts kaufen. Ich will die wiederhaben. Ich kann ihn gerne danach Essen kaufen. Mir egal. Gib mir meine Splitter zurück. Wenn's sein muss. Ich heiße übrigens Stöpsel. Und wenn du mal was zu essen übrig haben solltest, vielleicht kannst du mir dann was abgeben? Ich zeig dir auch, wie man Leute beklaut, wenn du willst. Essen kann er haben, aber das andere weiß ich noch nicht. Ich hab was zu essen für dich. Wirklich? Nur ein Fleisch oder hier ein gebratenes Fleisch. Hier, nimm das Stück Fleisch. Wow, frisches Fleisch! Danke, Onkel! Okay, so. Jetzt können wir die anderen Punkte klären, weil Essen kann er gerne haben, aber er kann nicht mein Geld klauen. Wieso nennt dich eigentlich jeder Stöpsel? Ich hab keinen anderen Namen. Meine Mutter hat mir nie einen gegeben und meinen Vater kenne ich nicht. Ich wurde schon immer nur Stöpsel gerufen. Kenn's nicht anders. Und du hast eine Frauenstimme. Der Synchronsprecher ist eine Frau. Kein Kind. Hast du ein paar Tipps für mich? Übers Klauen? Klar, da kann ich dir einiges drüber erzählen. Allerdings wird dich das was kosten. Ist nicht ganz billig. Das meiste davon muss ich sowieso abdrücken. Also, was willst du wissen?
Okay, er kann mir Schlösserknacken beibringen. Und klauen. Gut, leider nichts, was mich aktuell interessiert, aber egal. Also, danke dafür. Wir reden gleich noch einmal kurz mit Zack in der nächsten Folge und dann werden wir hier weiter erkunden und haben direkt ja mal einen richtigen Einstieg hier in die Stadt gehabt. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, der abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sagt mir zum Schluss: Tschüss.